Der uns dann jetzt die Main Quest weitermachen lässt. Wir hatten ja beim letzten Mal zu wenig Ansehen, was wir jetzt haben. Zeit für die Bettruhe. Ja. Um Lord Lucien den Garaus zu machen, brauchen wir die Hilfe von drei weiteren Helden. Insgesamt vier. Einer sind wir davon und er kann uns helfen, einen davon zu finden. Ihr seid, meine Gebete wurden erhört. Ich weiß Hab von mir noch einem einen Drink Häuptling Rookwood. mitgebracht. Ihr könntet uns eine große Hilfe sein. Ja, vielleicht. Kommt, gehen wir zusammen ein Stück. Und der Ghosty ist mittlerweile auch da. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Schön, follow the nation, subscriber, please. Die goldene Eichel wird mit dem heiligen Wasser aus dem Quell des Lichts genährt. Ja, das klingt gut. Er befindet sich in einer naheliegenden Höhle, die sehr gefährlich sein Oh soll. Gott, oh Gott. Laut unserem heiligen Text müssen zwei Mönche in diese Höhle, der stärkste und einer, den der Abt wählt. Das betrifft mich unmittelbar, da unser stärkster Mönch meine eigene Tochter ist. Die will ich bimsen. Statt eines zweiten Mönchs schicke ich daher einen Beschützer für den ersten. Das seid ihr, wenn ihr wollt. Ja, ich will sie bimsen und dann nächste. Die Höhle liegt am Ende dieses Weges. Aha. Ihr seid schon daran vorbeigekommen. Ja, der stärkste Mönch erwartet uns, wenn ihr bereit seid. Unser erster Held erwartet uns. Ja, Subben wäre sehr Auch geil. wenn er es noch nicht Oder ein weiß. Subgift für jemanden, irgendwen. So eine Viererbombe wäre nice. Fünfer meine ich. Ne? Kann man mal machen. Du hast ein Geschenk für mich? Dann tanzen wir doch mal eine Runde für dich. Ganz groß. Ich hab's nötig, ich brauche Moneten. Diese Orca ist schon fett. Unten am Fluss, Seelen treiben von weißen Balverinen unberührt. Ach, ich wusste, mein trefflicher Gesang würde die Massen anlocken. Komm runter, du fette Misthure. Ihr begleitet mich also? Mein Vater sagte, ihr würdet kommen. Aber ich kann es euch auch nur empfehlen, mit so einer unförmigen mal zu binsen. Hey, hallo, mein Kleiner. Ja, der Hundi, der ist lieb, ne? Ihr scheint ziemlich kräftig zu sein, nicht wahr? Ja. Mit euch werde ich mich in der Höhle viel besser fühlen. Ah! So geil, Junge. Ich bin Schwester Hannah. Manche Scherzkekse nennen mich auch einfach Hammer. Aha. Witzig. Ja. Aber ich kann es nicht ändern, denn Mönche geloben, niemals jemanden zu schlagen. Hatte mein Vater das erwähnt? Ja. Wenn es ums Kämpfen geht, müsst ihr das übernehmen. Wir suchen Helden, keine friedlichen Mönche. Wir müssen ihr einen Grund geben, zu kämpfen. Ehrlich gesagt, beneide ich euch. Ihr dürft die spannende Arbeit erledigen, während ich schleppen muss wie ein Packesel. Seht doch nur, wie riesengroß. Golden oder nicht, wie viel Wasser braucht so eine Eiche? Nach euch? Laber nicht, Alte. 4, vielen Dank für den Resub von Ghost Rider. 36 Monate, das sind 3 Jahre durch. Nein, durchgehend nicht, aber 36 Monate insgesamt. 3 Jahre insgesamt, das ist schon krass. Hier war seit bestimmt 100 Jahren niemand.
Nun, jedenfalls keine Mönche. Vielleicht waren mal ein, zwei Abenteurer hier. Ich weiß aber nicht, ob sie lebendig rauskamen. Ja, das machen wir schon. Wie auch immer. Sie sind schön. Ehrlich. Seelen der Toten, die diese Welt nie verlassen haben. Ist das nicht wirklich traurig? Nö. Ja. Ist das nicht wirklich traurig? Ihr seid schweigsam. Halt doch dein Maul, Alter. Alter! Es ist ziemlich steil hier. Ob uns hier irgendwelche Scheusale über den Weg laufen? Eine Gruselhöhle ist ein ungewöhnlicher Ort, eine heilige Quelle. Besonders für einen pazifistischen Orden. Deswegen bin ich ja da, um die Bösen zu verkloppen. Es geben, wo man der Ansicht ist, dass man Gewalt verstehen muss, um sie zu überwinden. Gut, das müsste die zentrale Kammer sein. Wow, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Laut meinem Vater müssen wir anscheinend durch diese drei Türen, um das Wasser zu sammeln. Man muss Druck auf die Platten ausüben, um die Türen zu öffnen. Das ist die erste. Bitteschön. Okay, sie kommt mit. Findet. Da sollte sie zumindest sein. Wir müssen nur etwas Wasser von der Quelle einführen, die sich im Raum vor uns befindet. Da sollte sie zumindest sein. Hier ist es auch steil. Diese Höhle ist ziemlich gefährlich. Macht nichts, wir hauen alle zu Brei. Ich bin fett genug, ich könnte auf beiden stehen. Ich bleibe hier, um es einzusammeln. Und ihr müsst auf die andere. Bin ich doch schon. Prima, da ist es. Oh ja, ich merke, dass das Ding zunehmend schwerer wird. Einfach fantastisch. Bis jetzt lief es ganz gut. Ein bisschen steil, aber sonst in Ordnung. Ja, wunderbest. Ich hoffe sehr, dass das nächstes Mal jemand anderes macht. Ich bin dann wahrscheinlich eh viel zu alt und fein raus. Und zu fett. Das hier wird dann wohl das Abenteuer meines Lebens gewesen sein. Wie ich einmal einen Krug durch eine Höhle trug. Wohl kaum ein Heldenepos, wie? Habt ihr etwas gehört? Hab ich mir wohl eingebildet. Ihr redet nicht viel, was? Ich glaube, mehr Wasser bekommen wir hier wirklich nicht. Oh Gott! Ein böser Gegner! Weg. So kenne ich sie gar nicht. Verdammt! Habt ihr einen Zauber, mit dem der Krug sich selbst trägt? Nein. Ich könnte nicht mal dich tragen, so fett bist du. Ich bin very strong. Wenn ihr so weitermacht, kriegen wir keine Probleme. Hahaha.
So, dann kipp mal rein, die Plörre. Mädchen, wo bist du? Das war großartig. Sie hatten einfach keine Chance. Habt ihr schon gegen sie gekämpft? Es sah jedenfalls so aus. Oder aber ihr lernt sehr schnell. Ich sehe hier weder Irrlichter noch hohle Männer. Hier sind wir wohl sicher. Gut, zweite Tür, zweite Platte. So, was ist jetzt hier los, mein Schätzchen? Gut, hier ist die nächste. Ich stelle mich wieder an die Quelle, um das Wasser zu sammeln. Ja. Supi! Oh, fantastisch. Ich muss nur warten, bis es aufhört zu laufen. Ja. Der Krug müsste einen flachen Boden haben, ihr damit man ihn auch mal abstellen kann. Nach dem Binsen. Aber so würde er nur schön reingesaftet hat. Was sollten wir dann tun? Muss man auch kurz warten, bis es aufhört rauszulaufen. So, was war los? Hey, der Zauber hat auf meiner Haut geprickelt. Da kriege ich noch was anderes, was da prickelt. Sowas können die nicht. Was mein Vater wohl dazu sagen würde. Oh! Wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will hier einfach nur lebend rauskommen. Mit euch will ich mich nicht anlegen. Oh, das war gut. So, ich latsche mal vorher auf. Da kommt bestimmt noch mal was, genau. Ich kenne niemanden, der Willenskraft nutzt. Wenn ihr so weitermacht, sind wir hier bald fertig. Die sind gute Ziele, findet ihr nicht? Voll, also zurück zur zentralen Kammer. Und da kommt die dritte und dann wird es bestimmt total schwer. Und mein lieber Köter ist auch dabei. Super. Bereit für... was auch immer das war. Wo zur Hölle? Hey, zurück! Wer weiß, was auf der anderen Seite ist? Ob's ihm gut geht? Hund ist abgehauen. Hund! Okay. Hundi, komm! Oh, der bringt was mit. Was ist das denn? Das ist widerlich! Aber du bist ein guter Hund und hast angegriffen. Braver Hund! Reißt du hohlen Männern die Köpfe ab? Bist du das? Bist du das, mein Kleiner? Ein toller Begleiter. Er soll mich bitte nicht mehr abschlecken. Sollen wir? Na klar. Alles klar.
mit dem Zeug. Noch ein paar davon und er ist tot. Finger weg, untoter Kerl. Der kopflose Hohlemann. Oh. Wo habt ihr denn das gelernt? Ihr könnt das nicht mehr, oder? Kaputt! Ihr habt sie alle getötet. Ja. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich danke euch. Ihr wart fantastisch. Ja, ich bin immer fantastisch. So, wir können uns wieder was leisten, nämlich gezielter Fernangriff, Präzision, Schnelligkeit. Konstitution, mehr Schaden. Mehr Schaden oder Schnelligkeit? Für den Zauber brauchen wir 50.000, wir haben knappe 10. Ja, wir bleiben erstmal auf Inferno. Dann gibt es noch Klingen. Was soll ich nehmen? Schnelligkeit für mehr Geschwindigkeit, also mehr Damage over Time oder gleiche Geschwindigkeit mit höherem Schaden. Was meint der Wasserkeks? Oder jemand anders. Was soll ich skillen? Damage over time. Also Schnelligkeit. Euer Wissen über Schnelligkeit ist enorm gestiegen. Und wir könnten sogar noch Präzision lernen. Dass unsere Fernkampfangriffe mehr Schaden machen. Los, nehmen wir gleich noch mit. Was ist der? Das ist der letzte Raum. Wir müssten bald am Ende sein. Hoffentlich habe ich diesmal auch recht damit. Ich glaube, das da ist die letzte Platte. Fürsten des Lichts, segnet dieses Wasser, damit neues Leben daraus entsteht. Wir erwachen wie das neue Leben. Da oben geht ein Türchen auf. Schwester Hannah. Bruder Robin, was ist los? Euer Vater, einer von Luciens Schergen, hält ihn als Geisel beim Tempel gefangen. Was? Er ist bewaffnet. Lucien, das Schwein. Ich muss Vater retten. Was? Jetzt gibt sie die ganze Plörre aus. Und schnappt sich den riesigen Klopper. Schnapp ihn dir. Ah, Lucien, Alter, dieser Ficker. Jetzt habe ich wieder einen Liter Schnaps-Cola drin, meine Güte. Das schmeckt aber auch. Mann, Mann, Mann.
Mixgetränk mit Spirituose auf Rumbasis. Gewürzen und koffeinhaltigem Erfrischungsgetränk. Mit Aroma, mit Farbstoff, mit Säurungsmittel, mit Konservierungsstoff, mit Säureregulator. Ist doch wunderbar. Es ist alles drin, was man braucht. Genau, der Dame zur Hilfe eilen. Ja, der fetten Eilen. Schnell, mach! Lucien's Ficker haben die Alte, den Vater der Alten. Vater, alles in Ordnung. Er gehört zu Lucien's Männern. Ihr kommt mit mir, oder er stirbt. Hans, Alter. Lasst ihn gehen, bevor ich euch... Lauf doch, warum rennt er denn nicht? Nein. Hat er jetzt den Abt erschossen, oder was? Wollt ihr auch sterben? Jetzt haben wir das nicht gesehen. Ja, schade. Vater! Ich hätte ihn aufhalten können! Dummkopf! Du armer Irrer! Ich hätte ihn aufgehalten, bevor er... Verdammt. Vergib mir, Vater. Nicht, dass ich den Eid breche, sondern dass ich es nicht früher tat. Oh, das Lachen war jetzt nicht so geil. Ich dachte, das wäre traurig. Das wussten wir beide. Jetzt lege ich ein neues Gelübde ab. Lucien wird für seine Taten sterben. Dieses breche ich nicht. Schwester Hannah, der Segen. Übernehmt das. Wir erwachen wie das neue Leben. Wie der Samen kehren auch wir zur Erde zurück. Ja. Das war's also? Mein Vater ist fort. Die goldene Eiche gedeiht wieder. Geht das Leben jetzt weiter wie zuvor? Die anderen Mönche denken das vielleicht, aber ihr wisst es besser. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Theresa. Jemand, der euch von Lucien berichten kann, wo er ist, was er plant und wie ihr euch an ihm rächen könnt. Wenn ihr es hören wollt. Ich möchte alles erfahren. Dann kommt mit mir, Schwester Hannah. Ich heiße Hammer. Oh, 100 Gamerscore, Junge. Boah. Geiler Scheiß. Sehr dramatisch. Ja. Ich habe Hammer zur Gilde gebracht. Gut gemacht, Held. Du hast den ersten von drei Helden gefunden. Die Vereitelung von Luciens Plänen rückt einen Schritt näher. Hammer war dieser Held. Hammer wird Zeit brauchen, um ihren Kummer zu überwinden. Länger dauert es, ihre Rolle bei Luciens Fall zu erklären. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Ausrüstung zu verbessern. In Bowerstone gibt es einen Schlussverkauf. Der könnte sich lohnen. Komm zur Gilde, wenn du bereit bist. Hier war einmal noch ein Questgeber. Beziehungsweise eine Arbeit war das, glaube ich, hier. $100 nehme ich. Was ist das für eine Arbeit hier? Ach, Holzhacken. Ja. Machen wir mal kurz Holz hacken. Ja.
Wir machen eine Beförderung. Und dann hören wir auf. Wie gesagt, hier kann man in dem Spiel halt sehr viel Geld machen. Wenn man halt mal eine, was weiß ich, da reichen auch nur 10 Minuten, wenn du da regelmäßig hier den grünen Spot triffst und der Goldmulti hochgeht, dann machst du da in relativ kurzer Zeit mit ein bisschen Drücken sehr viel Geld. Und der Hund freut sich auch. Der Hund heißt übrigens Orang-Utan Klaus. Ja, okay, machen wir noch das nächste Level ab. Das Spiel ist auch einfach gut. Natürlich ist das sehr eintönig, mal nebenbei einfach nur mal so stumpf ein paar Knöpfe drücken. Und auch das, ich sag's nochmal, das Kampfsystem ist nicht so geil, weil es mal so ein bisschen hakelig ist. Aber die Geschichte macht alles wett, alles und noch mehr. Wie gesagt, was da alles noch passiert, über die Jahre in Häkchen, die man hier spielt, oder Spielzeit verbringt im Spiel. Man hat ja als Kind angefangen, jetzt ist man Jugendlicher. Dann geht man noch irgendwie für 10 Jahre in den Knast bei Lucien. Und da passieren noch ganz viele wilde Dinge. Kriege ich kein Level Up mehr, was da los? Sonst stand doch da immer hier so und so viel noch nötig für Level Up. Aber da steigt jetzt nur der Goldstand an. Machen wir bis 30 und dann hören wir auf. Wir können doch nicht unmöglich schon Level 5 Holzhacker sein. Stufe 2. Okay. Na gut. Schön Sport machen für die Ladies, ja. So. Wir könnten jetzt zur Theresa gehen, um in der Main Quest weiterzumachen. Aber hier war doch noch irgendwas. Da hinten ist noch einer. Der irgendwas von uns will. Oder irgendwer. Irgendwie irgendwas. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aus dem Weg. Oh nein. Seid vorsichtig. Ja, das ist halt auch krass, ne? Du rennst in Vollsprint gegen einen Gegen und schon schwupp hassen sie dich. Und hier ist wieder eine Arbeit. Das ist wieder Holzhacken, ne? Okay, dann machen wir noch dieses Level ab und dann machen wir noch eine Quest. Das ist wieder typisch, ne? Ihr kennt das ja. Noch eine Quest, noch eine Quest, noch ein bisschen Holz hacken und nochmal hier irgendwas kaufen und da nochmal was skillen. Das ist Fable oder halt RPG. Da kannst du die Leute voll furzen, da kannst du dem was vortanzen. Alle freuen sich, der Hund guckt zu. Das ist einfach ein super Spiel. Ich finde das super. Ich finde, es ist ein bisschen langweilig, weil so ein bisschen Hintergrundmusik fehlt. Die ist oft da, aber oft eben auch nicht. Da rennst du halt da durch die Gegend und ja, hier und da kommt mal ein Skelett oder irgendein hohler Mann oder was weiß ich was. Aber so ein bisschen Hintergrundmusik würde dem Spiel deutlich helfen, noch besser zu werden. Fünfhundert Mal. Ja,
das dauert jetzt noch einen Moment, ne? Die, die es auf YouTube gucken, die können noch mal ein bisschen vorspulen hier. Ja, ein bisschen Holz hacken, ja. Spannung, juhu, toll, supi. Aber dann haben wir auch gleich wieder über 1000 Mark, wenn wir hier fertig sind mit dem nächsten Level ab. Dann können wir hier gleich wieder ein bisschen was einkaufen. Die Läden sind bis morgen zu. Oder eben auch nicht, die Läden sind nämlich jetzt zu. Toll. Die Läden haben Geschäftsschluss. Spatz, hallo. Ich spreche nicht von Kondomen. Ne, wie gesagt, da fehlt Hintergrundmusik, ganz klarer Fall. So, Level up, Level 3 Holzfäller, Junge. Wunderbar. So, dem kleinen Jungen schenken wir eine Schokolade, ist mir gerade so eingefallen. Ihr seht einfach blendend aus. Kann man ihm was schenken? Könnte gut werden. Geschenk. So, Geschenke, eine Schokolade. Möchte dem Dorfbewohner Joff den Gegenstand Schokolade geben, ja. Oh, du bist wirklich ein tolles Geschenk. Ja, da freuen sie sich. Und dann machen wir noch einen kleinen Dance. Ja. Ja. Supi. So, nächste Quest. Oder eine Fertigkeit. Willenskraft, können wir noch was skillen, aber nein. Nicht das, was ich gerne möchte. Hauptquest. Kehrt zur Gilde zurück. Nö, wollen wir nicht. Tempel der Schatten. Erlangt einen Tempel des Schatten. Bis dass der Tod uns scheidet. Sprecht mit dem Geist einer betrogenen Liebe und werdet zum Instrument seiner Rache. Bäh. Zwei Idioten haben aus dem Normanomikon, dem Buch der äußerst Toten, vorgelesen. Die Tore zur Unterwelt wurden geöffnet. Die Archäologin-Beschreibung. Helft Albions erste Archäologin beim Auffinden alter Artefakte. Jeder eurer Freunde. Funde erhöht euren Ruhm und verschafft euch Ansehen. Spendet an den Tempel des Lichts. Was soll ich machen? Möbelladen Sonderangebot. Kleidungsstand Sonderangebot. Waffen Sonderangebote. Taverne gibt es Sonderangebote und beim Schmied gibt es Sonderangebote. Wir haben 1000 Mark. Kultisten vom Tempel der Schatten richten nur Unheil. Was hast du? Dann könnten wir hier quasi nochmal den Laden kaufen für 1000 Mark, oder? Ah, den kaufe ich doch direkt! So, jetzt haben wir den Naturproduktehändler in Oak, in Rookridge. Und diesen Einladen im Bauerstone. Aha. Ja, welche Quest machen wir jetzt noch? Wir haben es 10 nach 8. Muss bald ins Bett. Muss ja noch ein bisschen knickknack und so. So, Held des Willens Main Quest. So, wir machen das hier noch. Fühlst du dich nie einsam? So ganz ohne Hundedame zum Spielen? Ein Hundi braucht keine Hundedame, der hat mich. Kauf Titel.
Ach, jetzt müssen wir doch hier zu diesem U-Boot-Typen hin. Ich will gar nicht ins Wasser, hallo? Was soll die Kacke? Ich will wieder raus. So, Gordon begleiten und Bewohnern der Astlochinsel helfen. Bürger. Ja, ich helfe allen, die es brauchen. Gegend täglich. Da bin ich erleichtert. Los! Hoffentlich hat mein U-Boot Platz für zwei. Ja, ich bin ein bisschen fett, tut mir leid. Kalorieverlust. Astlochinsel Band 1. Attentäterhandschuhe. Oh. Astloch-Ritterstiefel. Ja, klingt gut. Du, lad hin hier, du Dreckskonsole. Astloch-Docks. Der Anführer ist in seinem Haus im Stadtzentrum. Nicht zu verfehlen. Ich warte hier, falls ihr zurück zum Festland müsst. Ihr seid neu in der Gegend, stimmt's? Verdient ihr genug für ein angenehmes Leben? Mehr kann man nicht verlangen. Warum lassen diese Banditenbauer Gil nicht in Ruhe? Schneestapfen. Oh, guck mal, wir haben so coole Ritterstiefel an, so eine geile Cowboy-Botten, so ähnlich sieht das aus. Da ist er! Der Retter der Astlochinsel. Ich habe meinem Volk einen Helden versprochen, der uns aus der Not befreit. Seht, ich habe mein Versprechen eingelöst. Ich begrüße euch ganz herzlich und offiziell auf der Astlochinsel. Ich würde euch die Hand geben, aber sie bricht dann sicher ab wie ein Eiszapfen. Ich kann sicher nichts für die bittere Kälte. Unsere Ahnen beherrschten mit dem Wettertotems das Klima. Aber seit dem Tod der letzten Krieger stecken wir in dieser Kälte fest. Ihr müsst das Sonnentotem aus dem Eisschrein holen. Ihr braucht den Eisschlüssel, um in den Schrein zu gelangen. Klingt logisch. Ich weiß, dass der letzte Krieger ihn bei gefrorenem Wasserfall vergessen hat. Schon wieder so eine hässliche Fette, guck mal. Hoffentlich schmilzt er aber nicht in eurer Hand. Titten. Aber hässlich ist er auch. Und fett. Naja. Bergt den Eisschlüssel. Reisender Spielmeister. Ein paar Bücher würde ich gern kaufen. Kosmetikerin, was gibt's denn bei dir? Ich bin an meine Waren gekommen. Dank dieses scheußlichen Wetters habe ich keine Waren mehr. Was bist du denn für eine? Ich klau dir dein Geld. Kann ich euch helfen? Nein, ich klau natürlich. Alter, ich krieg die Krise, wie geil dieses Spiel aussieht. 15 Jahre ist das alt. Guck doch mal, wie schön das ist. Das ist Xbox 360, ihr Ficker, Alter. Das ist nicht Xbox One oder Series X, nein. Es ist 360, Alter, das ist so hübsch. Nicht nur, wenn man einen im Tee hat, so wie ich. Das ist auch da nüchtern hübsch. Was? Wo? Wie? Oh. Alle zersplasht, Alter.
Oder was sagt der Wasserkeks dazu? Da kann man doch nicht, ne? Gegenteiliger Meinung sein. Das geht nicht. Was knurrst du so? Ist hier einer? Was hier los? $100 Eisschlüssel. Eisschlüssel gefunden. Supi. Hier zeigt er uns wieder ein Way on. Oh nein, ich häng fest. Was ist das denn? Ja, super. Ah, oh, Glück gehabt. Wir sind jetzt irgendwie richtig unterwegs. Ja. Ja, diese Wegfindung, die Waypoints, die er anzeigt, das ist manchmal auch nicht so ganz hundertprozentig. Da musst du mal kurz. Ach, ich bin so verhaspel mich wieder so stark. Das könnte auch am Alkoholkonsum liegen. Da muss man immer mal wieder kurz stehen bleiben, damit er einem das dann anzeigt, wo man denn dann tatsächlich hin muss. Mit diesem Eisschlüssel könnte ich mir denken, könnte man vielleicht auch in der Schneekugel, wo wir schon waren, da war ja auch noch ein so ein Türchen, ne? Wo noch so ein Punkt hinter da war, dahinter war, wo wir noch nicht dran konnten, weil eben die Tür davor war. Und davor war, glaube ich, auch so ein Schrein. Wir hatten ja immer diesen roten bekommen. Von diesen geretteten Kindern. Mit der wir dann die rote Tür aufmachen konnten. Und das ist ja was Blaues gewesen. Jetzt haben wir... Oh! Und kaputt, Alter! Noch nicht kaputt. Wo ist der Schatz? Ein Iglu, Junge. Wunderbar. Traumhaft. Wo ist der Schatz? Zeig den Schatz. Ich glaube, Wasserkeks ist auch schon weg. Das ist sehr traurig.
Das hätte ich auch gekonnt. Am Feuerzauber. Wir gehen links zuerst rein. Oh, wir gehen nicht links zuerst rein. Vemi ist noch da. Ist der Wasserkeks noch da? Ich glaube, Wasserkeks ist schon weg. Das wäre sehr traurig. Ich muss aber auch bald abhauen. Ich bin ja schon alt und muss ins Bett. Ah, jetzt muss man hier wieder schnell sein. Was ist denn da los? Das überfordert mich doch jetzt in meinem Suffkopf. Mann, oh Mann. Also mit Magie bringt bei denen gar nichts. Was soll ich da nur tun? Was willst du tun? Oh. Oh, ich bin einfach ein Gott, Junge. Ich weiß, wie die Rätsel funktionieren. Ein Wahnsinn. Vertrau mir, ich weiß, wo es lang geht. Einfach drauf. Ich weiß, wie die Spiele funktionieren. Da macht mir niemand was vor. Ach komm, hier, Feuerzauber, Junge. Rabaut. Ah! Erzmagier, was ist das für einer? 5 menschliche Gegner wurden mit einem einzigen mächtigen Zauber erledigt, Junge. Oh. Geht's jetzt weiter? Ach da, die Kiste. Banditenhandschuhe, nee, die will ich nicht haben. So.
So, wir haben ja gesagt, wir gehen links weiter, dann ist die Tür zugegangen. Ist die jetzt offen? Ja. Elektro! Ah, verkackt. Und ich glaube, wir brauchen Elektrozauber dafür, ne? Weil da so ein Elektro-Ding angezeigt. Probier's nochmal. Nein, wieder verkackt, 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 verkackt. So, kloppen, schießen, Zauber. Zauber. Schießen. Kloppen. Kloppen. Nein, oh, zu langsam. Verdammt, ich raste aus. Wasserkeks auch nicht mehr da. Das macht alles viel, sehr viel schwieriger. Und kloppt doch. Ja. Ihr Spastis. Nutzi! So eine neue Kiste ist frei. Grabungsort. Wo ist was zum Buddeln? Wo? Wundbrandfee. Geh doch, du fettes Schwein. Was ist mit dir los? Eine Ritterhose. Also da total. Ja, ein bisschen viel getrunken, ne?
hinten geht's jetzt durch, da müssen wir hin. Und von hier sind wir gekommen, glaube ich, ne? Ja, ja. Na. Dip, 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 dip. Stärke 18. Konstitution. Eine Truhe. Abdenktrank für schwache Narben. Aber ich glaube, wir hatten noch gar keine, weil wir ja nicht böse sind und man nur für böse Aktionen Narben bekommt. Also für anhaltend böse Aktionen. Was ging das? Astlochinsel. Also keine Gegner für mich. So, wo soll ich lang gehen, bitte? Dort entlang. Was ist da denn noch hinter? Eine Truhe. Das kann man dem Spiel so ein bisschen vorhalten. Es ist teilweise super linear. Oh! Genauso wie meine eiserne Axt. Das heißt, die können wir verkaufen. Diese Tür kann noch nicht geöffnet werden. Der fucking Köter hat einen Schatz gefunden. Oh, was ist das denn? Astlochinsel Band 2. Und da oben ist auch irgendwie ein Schatz. Bäh.
sind überall Schätze. Was ist denn hier los? Wir hören jetzt hier aber erstmal wieder auf, meine Damen und Herren, denn wir haben im ersten Teil die Schneekugel gemacht heute und im zweiten Teil das Ritual mit dem, oder mit der Hammer, mit der Henna. Und wir sind jetzt wieder bei 2:30, also wir haben schon wieder eine Stunde rum, also insgesamt 2,5 Stunden. Und das reicht für heute, würde ich sagen. Astlochinsel Band 6. Und eine Truhe. Dann machen wir hier dann am Wochenende, denke ich mal, weiter. Was ja morgen beginnt. Morgen ist ja Friday. Wunderschön. Und oh, besser als meine. Ihr habt jetzt eine Waffe mit Verbesserungsplätzen. Wenn einer oder mehrere Plätze leer sind, könnt ihr Verbesserungen anbringen und die Waffe mit einzigartigen Kräften versehen. Die Anzahl der Plätze neben dem Namen des Gegenstands. Ach, das waren dann diese Sockel, was wir vorhin schon gesehen haben beim Händler. Mich schon gewundert, was diese Punkte bedeuten. Wie viele Verbesserungen, bla bla bla. Aber Vorsicht, sobald hier eine Verbesserung angebracht ist, könnt ihr sie nicht mehr entfernen. Aha. Nein, bitte. Ja, dann kriegen die wieder Angst. Ja, scheißt euch doch nicht ein. Und dann freuen sie sich auch einmal wieder, oder was? Pff, die spinnen doch. Ja, soll ich das Bettlerhemd, was Attraktivität verringert oder die Aggressivität verringert? Oder eher steigert. Untenrum nackt. Brille steigert mal. Ja, 10%. Geil. Papa? Hurra! Wir sind super sexy. Aber wir machen diese Astloch-Geschichte dann morgen, denke ich mal, weiter. Jetzt reicht es doch erstmal. Wir spielen jetzt schon 2,5 Stunden. Das muss ja auch mal reichen irgendwann. So, speichern. Speichern und beenden. Dann bleibt mir nur eins, nämlich Danke zu sagen für heute, fürs Zugucken. Wir waren, weiß nicht, 12 oder so. Maximum 2 Subs gab es neu. Finde ich gut. Und dann hau ich jetzt ab, hau in den Sack und wir sehen uns dann am Wochenende wieder.